Ja, also es ist ja so, dass die Landschaftsmalerei ein ganz wichtiges Thema in der Malerei ist, in der jüngsten Zeit, aber meistens in Verbindung mit der Diskussion erwähnt wird, dass die Landschaftsmalerei sich so ein bisschen überlebt hat. Und deswegen wird schon mal gefragt, wieso stellst du jetzt hier Landschaftsmalerei aus in einer Ausstellung? Und das ist ja jetzt nicht so, dass ich das bewusst gemacht habe, um jetzt hier ein Statement zu setzen, sondern weil das einfach mein Ding ist, weil ich auch aus der Landschaftsmalerei komme. Und zunächst einmal über solche darüber hinausgehenden Themen hinweggehe. Also das interessiert mich jetzt auch einfach nicht so. Bei dem Bild handelt es, bei diesem Wasserfallbild handelt es sich um das Bild Catskill Falls. Und um jetzt nochmal anzuknüpfen an die Diskussion mit der Landschaftsmalerei, es ist schon so, dass ich das auf dem Schirm habe, was passiert ist, auch in der Vergangenheit. Und ich habe das thematisch insofern aufgegriffen, dass ich hier einen Wasserfall gemalt habe, der schon von Thomas Cole im 19. Jahrhundert gemalt worden ist. Im Zusammenhang mit der Bewegung des Luminismus in Nordamerika. Das ist aber eigentlich eine Ausnahme, dass ich jetzt hier solche Themen in Zusammenhang mit meiner Malerei bringe, aber da hat es sich jetzt halt ergeben. Für mich war dieser Wasserfall auch interessant im Zusammenhang mit meiner ganzen Serie zu Wasserfällen, die ich angefertigt habe. Und ich habe jetzt versucht, einen anderen Standpunkt zu diesem Wasserfall einzunehmen als Thomas Cole, indem ich den Betrachter in das Bild hineinversetze gewissermaßen, sodass er das Gefühl hat, Teil dieses Wasserfalls zu sein, also in der Natur drin zu sein. Und gerade beim Wasserfall fand ich das ganz spannend, weil ja so ein Wasserfall ein ganz lebendiges Stück Natur ist, das auch sogar durch auf einen zukommt gewissermaßen, sehr transparent ist, alles Dinge, die auch für meine Malereitechnik spannend sind. Und ja, so kam das. Aber wenn man jetzt den Thomas Cole daneben stellen würde, wäre das natürlich was vollkommen anderes. Also das hat auch mit Romantik in dem Sinne nichts zu tun. Das Bild heißt Wald und der Wald ist auch ein weiteres wichtiges Thema in der Landschafts- und Naturdarstellung. Für mich sehr spannend, weil es so eine Art dreidimensionaler Raum ist, durch die ganzen Äste und Bäume und was man im Vordergrund und im Hintergrund sieht, dass er sehr schöne Abstraktionsmöglichkeiten bietet. Also man braucht nicht viel, um den Wald darzustellen. Durch einige Linien sieht irgendetwas schnell aus wie ein Wald. Das finde ich sehr spannend. Hier bei diesem Bild hat mich außerdem gereizt das Licht, wie das so aus dem Hintergrund durch den Wald scheint. Natürlich auch so ein etwas romantisches Thema. Auch wenn es mir, wie schon gesagt, darum nicht hauptsächlich geht. Aber Licht an sich ist für mich schon interessant. Ich habe auch gerne Transparenz in meinen Bildern, die sich, weil die Bilder bauen sich so ein bisschen von hinten nach vorne auf, heißt durch den weißen Hintergrund wird das Licht durch die Farbe durch wieder reflektiert. Und das pastose Weiß verwende ich überhaupt nicht. Also aus all diesen Gründen war der Wald interessant. Bei diesem Wald ist noch speziell, dass ich einige Pflanzen im Bildvordergrund ausgearbeitet habe. Also jetzt aus dieser Abstraktionsebene ausgestiegen bin und an einigen Punkten halt etwas auch konkreter dargestellt habe. Ein kleines Zitat auch der klassischen Landschaftsmalerei, wo auch gerne mal Pflanzen im Vordergrund in einer bestimmten ikonografischen Bedeutung dargestellt werden. Das ist jetzt bei mir nicht so stark aufgeladen. Sollte sich jemand darüber Gedanken machen, wird er vielleicht ein bisschen schmunzeln, weil das, was ich dort thematisiert habe, ausschließlich giftige Pflanzen sind, aber das habe ich jetzt eher einen zufälligen Hintergrund, als dass ich da jetzt so bewusst drauf hingesteuert hätte. Ja, dieses Bild heißt Hochwasser
Und chronologisch hätte ich eigentlich mit dem Bild anfangen müssen, weil das das erste Bild aus der Serie ist, dieser ganzen Bilder, die ich in der Ausstellung zeige. Das ist eine Arbeit von 2005, die sich aber ganz gut einfügt in die restliche Hängung. Und das Hochwasser ist insofern ein willkommenes Thema für mich, weil ich mich ja sowieso mit Wasser beschäftige, aber hier ist das Wasser die Landschaft überflutet, also praktisch eine weitere Reflexionsebene in die Landschaft reinkommt, Sachen verdeckt werden, dafür Spiegelungen erscheinen, die ganze gewohnte Wahrnehmung der Landschaft ein bisschen aufgebrochen wird. Und das geht bei mir auch technisch weiter. Also ich habe das Bild, einmal habe ich es in einem Fluss gemalt, also praktisch, dass die Farbe herunterläuft und das dann nur mal kurz angehalten. Dann habe ich aber die Bäume nachher gegenseitig aufgearbeitet, also ich habe das Bild umgedreht und die ganzen Zweige sind praktisch Farbverläufe in die andere Richtung. Ich fand das also so als entgegengesetzte Wachstumsbewegung ganz interessant. Zusätzlich kommen noch so ein paar gestische Eingriffe, die ich unternommen habe, dass ich einfach durch Farbspritzer Büsche angedeutet habe. Also ich spiele ganz gerne mit diesen Illusionen und mit dem Erreichen von Motive darzustellen mit relativ scheinbar simplen Mitteln. Dafür ist dieses Hochwasserbild, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel.